Trump, das ging ja durch die Presse, leugnet jetzt den menschlichen Einfluss auf diesen Klimawandel. Wie kommt er dazu? Warum macht er das? Naja, da muss man sich nicht verändern. Ne? Trump hat natürlich Wahlkampf gemacht damit, sich auf die Seiten der fossilen Industrie zu stellen. Und da sind auch mächtige Interessen, die versuchen, eine rechte Politik zu unterstützen und ihre Profite zu sichern. Und Trump macht denen deren Geschäft. Und ich glaube, eigentlich ist diesen Leuten ziemlich klar, dass es Bullshit ist, was sie sagen. Alle sind sich darüber einig, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Eine andere Möglichkeit gibt es dazu auch nicht. Und der Auswirkung von CO2 in der Atmosphäre ist ziemlich klar. Und dass wir den CO2 ausstoßen, ist auch total klar. Deswegen ist es, glaube ich, in erster Linie Strategie. Wirtschaftliche Interessen, genau. Ja. Ich meine, Exxon-Manager waren in der Regierung. Also sozusagen, es sind ja, die Industrien sind direkt beteiligt am Projekt Trump und profitieren davon. Und die Kohleindustrie versucht jetzt gerade ihre Freunde zu retten.